chvíli. Vielleicht vor mir ein etliche von die Schriften, von den Büchern, was Menschen haben geschrieben, wegen meinen Taten Demut und noch den Tod und in seinem Leben. Das ist, was gut geschrieben, Idof Kohn. Idof Kohn, der Chaber Knesset. Ich habe das geschrieben in Piazza Nostra in Tel Aviv und sehr spät, das ist sehr spät. Ich habe seinen Artikel geschrieben zu Leben Levens Schloschen. Ob sie es mir erläuft, wieder einmal eine kurze, nostalgische Periode, was scheich dem Inhalt und Atmosphäre von einem Ball in hethetischen Winkeln mit einer langen Zeit zurück. Die Tage, die 30er Jahre, das Ort Bukarest, die rumänische Hauptstadt, noch fahren. Gut. Und dann einmal in der Nacht in Bukarest eine Soiree, in einem frischen Bier von einem paar Volk, euch ein frisches, beide reden dieselbe Sprache, Jiddisch. Und ich habe einen verschiedene in verschiedenen Artikeln, aber mit einem Beschütten gegeben. Was ist gewesen an uns? Die Mamas pflegen sie alle verwiegen mit denselben Lieden. Unter Jankles Wiegele spricht ein klarweiß Zimmer. Das heißt, dass alle haben gerät und lieb gehabt, das jüdische Moschee. Verwas haben wir sich dort versammelt. Nicht aufzutreiben Rechilles und nicht zu spielen im Garten. Das Geschehen ist in jedem Abend des Gewehren der Gast, der Tschernowitzer junge Mann. Was ist schon gewehren berühmt in Lied- und Wortkonzerten auf Jiddisch in ganz Bukowine und Moldove? Und ist dort aufgenommen geworden mit der Onaschir Applaudissementen. Bloß in Bukarest ist gewesen unbekannt. Akkurat in der abgeräumten Show hat sich bewiesen in der Tür. Ein junger, ein magerer, mit zwei brennenden Augen und etwas verhohlten, verkischten Schmeichel. Und hat dem vergafften Eulen bezäubert den Menschen vom ganzen zwei Schoen, herausbringen mit von seinen Mäulen poetische Perlen von Eliezer Steinberg, Itzit Manger, Hein Lewig, Moshe Leib Halbern, die Labert Perls. Und dann, veranovene, euch eigene Schaffungen, kleine Wort- und Nigenminiaturen, voll mit Hein. Ist gewesen eingesackt mit Jiddischkeit. Ich in die Wörter seine, ich in die Nigunim, mit welcher er heute gekränkt, die beste poetische Schaffung von unserem Dorf. Blitzschnell, ja Verwirklichung von dem römischen Sog, wenn ich wie die Witze, hat uns alle besiegt und uns genommen auf ewig wie Soldaten, in die Polken von seinen Verehrers in ganz Rumänien. Idof Kohn. Und der Philologe Chaim Ebner, es hat es geschrieben, Chaim Gimminger, er hat es geschrieben in 1935 in der Zeitung Die Woche. Doch hat sich für uns entfleckt, nicht nur ein ausgezeichneter artistischer Auszeichen von dem jüdischen dichterischen Wort, normalisch an den Flecken. Und das nicht nur der Miet, was er von der Erste uns aufgedeckt, dem eigentlichen Parzuf von Dichters, was wir haben gehabt, wie sie nicht mehr wie bleiche Kontur, wie ein Steger, Kalman, Heisler, nur die seltene Scharfkeit seiner zu verstehen und überzuleben, Literatur,
Gott für uns herausgegraben, verborgen Seiten und Knäche neu gefunden der Literatur, was wir kennen schon ja. Wie Eliezer Steinberg, Moishe Leibhaber, Moishe Nadir, Simcha Schwarz und vor allem Itzik Mangel. Leibu Lenin ist erst der erste Mangel vor Lenin. Wir mögen das Sohn mit vollem Mäuel. Noch keinem sind wir nicht verschickert geworden, so stark von Mangels spezifischer Landschaft und ihr Aromat, wie Bess Levin hat gelernt, die Steppballade, sie die kosmische Identifikation von dem verlorenen Schäferl, sie war das treurig Lied, wo sie ist rausgekommen, als ein Beulet und Rehm, der ewige lyrische Treuer, wegen die verschlossene Teuer zum Königreich von Dichtung, wohin es losen mit der Reihen die ständig unvermeidliche Sehnerlach von Blei. Ich will euch jetzt weisen, dem Video, dem Tagesvideo, Treurig Lied, wo er singt, Treurig Lied, Tage in der Phonotheke in Jerusalem, in 1973.